Guten Morgen allerseits, ein bisschen frisch gemacht. Wie geplant nähern wir uns Jays morgendlichem Fund, einem dicken Eingang in den Hügel. Der Eingang. Dickes Ding. Nicht so groß wie unser Monolith-Bunker sicher, aber schon mal spannend. Krass, dieses Element muss irgendwer mal einen Schritt beiseite bewegt haben. Wenn das davor ist, kommt man da nicht rein. Stark. Wir haben russische Inschriften an der Eingangstür. Extra diese Wölbung, wenn ich da besser lächle. OTKP? Fette Schöne. Ja, wenn die zu war, war zu. Dann auch die zweite Tür ganz ähnlich aufgebaut. Okay. Hier geht's sogar noch hoch. Zweite Etage. Oh Gott, Todesraum. Ich will es nicht hoffen. Und hier auch, ja, hier sieht man das Kuppelförmige. Irgendwo müsste eigentlich dann noch eine riesen Flugzeughalle sein. Kein Durchgang. Doch. Schwere Tür. Ausgang? Eher nicht. Oh, yo. Krass. Große Halle. Aber ein Flugzeug passt hier nicht rein und hier ist auch wieder PVC-Boden. Belüftung? Dann müsste hier links hinter vielleicht die Belüftungsanlage sein. Das könnte ja fast eine Bühne sein. Das ist hier eine Bühne, habe ich auch schon irgendwie erwähnt. Ich gucke jetzt mal links, ob da vielleicht die Lüftungsanlage ist, wenn da so ein Rohr ausgeht. Interessant. Und so eine riesige Kiste, ein Tresor. Ah, das ist dein Tresor, Leute. Mit so schönen Fußverzierungen. Hier ist es schon weg. Und einer gewaltigen Tür. Der Makel Müller-Kliemann Leipzig. Ja, Schloss wurde aufgebrochen, wie man sieht. Riesending. Kleinen Fächer sind leer. Kann man da durchluschern? Nee. Also weiß man nicht, ob die leer sind. Ich meine, die sind zu, sorry. Wer weiß, ob sich hier noch Munition, Waffen oder Goldbarren drin verstecken. So, ich schaue jetzt mal, ob dieses Rohr da hinten hier vielleicht zur Belüftung führt. Aber nee, das führt hier raus. Okay, da führt es raus. Was ist hinter dem Ganzen? Oh, noch mehr Türen. Klar, da ging es ja auch. Oh, noch ein Eingang. Noch ein Ausgang. Ein zweiter Ausgang. Krass. Wo sind wir denn hier? Hinterm Hügel. Krass, krass. Hier ist noch irgendein Schacht. Sag bloß, hier kommt das Rohr raus. Ja, da kommt das Rohr raus. Da. Abluft. Und hier könnten Maschinen zum Filtern drin gestanden haben, die hier dann quasi das Ganze rausgeleitet haben. Was haben wir hier noch daneben? Das sieht wirklich nach Werkstatt aus. Okay, es wurde mal zugestellt. Mal hier eine dicke Kühltruhe. Ja, eine alte Kühltruhe. Ja, das spricht auch irgendwie mehr für Wohnzwecke. Krass, hier liegen noch alte Originalschilder. Oh, und ein Frock. Ich tu dir nichts, kleiner Freund. Versteck dich ruhig. Oh, der ist schön. Ich hab einen Frosch. Originalschilder und einen Ausgang. Oh, hier ist noch so ein kleines Schaufenster. Wer denn bitte in den Bunker rein möchte, musste sich hier erstmal vorstellen. Die große Tür. Sicherheitsschleuse. Wenn es ein Zombie war,
Nee, wurde er durch die Luke abgeknallt. Ach, Leute, ist nur wieder ein Zombie. Mach den fertig. Oh krass, hier voll. Der ist bis zum Boden. Okay, da ging Rohr aus. Serverbereiche. Oh, wieder eine Tür mit Luke. Geschlossen. Empty Lore. Ja, hier sind wir wieder in der großen Halle. Oh, da geht's noch hoch, klar. Es gibt ja noch ein Obergeschoss, stimmt ja. Ha, hier sieht man noch so einen alten Heizkörper. So sahen die Dinger aus. Vielleicht hier noch ein alter. Das ist ein Militärrucksack? Nee, das ist nur eine geile Tüte. Die haben vielleicht die Bereitschaftspiloten gewohnt und wenn ein Flugalarm kam, sind die zu den Flugzeugen gerannt und los. Weil das hier in der Nähe möglich, ja. Ist auch ein Lager für Freifall-Atombomben. Die konnten im Notfall, wenn es damals heiß geworden wäre, unter die Flugzeuge geschnallt werden. Dann wären die Piloten wahrscheinlich aus den Bunkern zu ihren Flugzeugen gerannt, Bomben drunter und Richtung Westen. Hm. Ja. Vorstellbar. Aber ob die hier unten gelebt haben? Alles Mutmaßung, wir rätseln. Okay, das sieht nach Hausmeister aus hier. Da steht auch noch irgendwas. Das ist der Postraum. Post? Ja. Oder Leute, sagt uns doch mal, was hier steht. Sieht doch aus wie ein Namen, oder? Na, nee. Irgendwas wurde hier einsortiert. Ich vermute Briefe. Wer uns hier drauf? Oh, ich habe die alte Belüftungsanlage gefunden. Oder zumindest die Luftumwälzung. Es gibt ja dann noch dieses Filtersystem nach außen. Aber ja, da dürfte die Luftumwälzung hier gewesen sein. Ohne Handkurbel. Ja, bei manchen Bunkern hast du ja noch zusätzlich bei Stromausfall eine Handkurbel. Okay. Funktioniert bei der Größe ja, glaube ich, nicht. Wer weiß, vielleicht konnte man die irgendwo ansetzen noch. Der Bunker ist viel zu riesig dafür, da brauchst du was. Hier liegt noch eine Leiter. Der Entertainment-Bunker. Ja, Party-Bunker. Ja, ich muss auch mal auf die Bühne, auch wenn die schon ein bisschen modrig aussieht. Partybunker, Partybunker. Krass, das sieht fast aus, als hätte hier mal wer gepennt, ne? Ja. Mit diesen Pappdingern und zwei Kopfkissen. Oder Sitzkissen, so eine Sitzecke zum Chillen für Leute. Ernsthaft? Hier drin Feuer machen? Ihr seid ja völlig behindert. Guck mal da. Ihr seid ja völlig behindert, Leute. Deswegen wurde der andere Bunker hier in der Nähe ja zugemacht, weil die Vollpfosten sich eine Kohlenmonoxidvergiftung bei so einer Aktion geholt haben. Leute, Feuerwerk zu betoniert dann. Man macht kein Feuer in geschlossenen Räumen. Feuerwerk. Was ist das hier für ein Knüppel? Das hab ich auch eben gefragt. Haben die gekämpft? Aber das ist nicht das. Als Polsterung. Vielleicht haben die Russen hier. Ah, vielleicht wollten auf der Bühne so kleine Kämpfe veranstaltet. Ah. Wer weiß. Auf jeden Fall ein gepolsterter Knüppel. Mysteriös, wer wurde damit gepufft und geknufft? Ja, geiler Fund am Morgen. Zufallsfund auch noch. Auf in die O-Etage, oder? Oui. Auf geht es in den Todesraum. Fast wäre ich schon tot gewesen, hier eine Stufe gestolpert. Todesraum. Na gut, machen wir mal wieder normales Licht hier. So, hier geht die Entlüftung weiter und nach da hinten. Vielleicht tatsächlich im Obergeschoss der Filterraum. 220 Volt. Und super wenig Graffiti hier. Hier waren echt wenig Leute. Krass, hier laufen noch Kabel durch.
Dollar. Bestimmt auch wieder Kriegspropaganda. Inflation bei den Amerikanern oder sowas. Ob das schon damals da war? Kleine Schießübung im Raum? Bestimmt nicht. Ich vermute, dass hier sowas wie Büros waren. Alles leer. Schöne Tapete noch an den Wänden. Wenn ich jetzt wüsste, was da steht. Oh, hier ist dann der Eingang zum Kino. So, hier sehen wir mal die Bühne von oben. Was meint ihr, Leute? War das hier ein Dachboden? Dachboden im Bunker, wisst ihr Bescheid? Was meint ihr? War das hier echt eine Bühne für Aufführungen im Bunker unten drin? Oder hat das einen anderen Zweck gehabt? Falls ihr eine Idee habt, klärt uns gerne auf. Melo hat uns gerade darauf aufmerksam gemacht, das hier ist so eine Zeichnung mit letalen Punkten, wo man Leute treffen kann, ne? In die Klöten, in die Nieren, in die Leber, Solarplexus, Kinn, Hals, die beiden Schlüsselbeine, Schläfen, Augen, Nase. Krass, hier stand dann einer und hat geboxt. Wir haben hier gerade gerätselt, warum jede zweite Treppenstufe fehlt. Ne? Die sind hier halt wirklich rausgeflext. Aber halt echt nur jede zweite, man kommt easy noch hoch. So, und unsere Überlegung war, die hatten halt eine Treppe und mussten zwei daraus machen. Also haben die sich zwei Stahlträger geschnappt, die Hälfte der Stufen von dieser Treppe und daraus noch eine zweite gebastelt. Einfach, aber clever und genial. Ja, mit einem Schweißgerät und einer Flex kann man viel machen. Oh ja. So, wir geben uns auf die Suche nach unserem Ausgang. Ich meine, der war in die Richtung. Und dann sehen wir uns draußen. Jo, das war der unterirdische Zufallsbunker. Geiler Fund. Geiler Fund. Lasst uns ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.